Alter, lande doch. Cool. Voll die Vögel hier am Beobachten, nur damit man weiß, wo das Nest ist. Aber hat ja mal geklappt, ne? Irgendwo auf der anderen Seite ist das Nest, oder? Warte mal, stehe ich drauf? Nö. Wenn sich das schon so anbietet, ne, dann kann man es auch mitnehmen. Ne, irgendwo auf der anderen Seite. Da heißt der Vogel. Geronimo! Ja, sag ruhig. So, wo ist er? Das habe ich doch schon, ne? Ja. Ja, das habe ich schon. Ah, verdammt. Ja gut, und die Gelege sind ja nicht so nah beieinander. Das wäre dann Konkurrenz. Sehe ich hier noch irgendwo jetzt zufällig einen Vogel, sonst gehe ich jetzt zu Aranteal. Da drüben war ich, da habe ich ein Nest gefunden. So, das heißt, da fliegen aber zwei Vögel. Das heißt, der eine gehört da auf die Insel hier, auf den kleinen Ausläufer, und der andere. Warte mal, ist der gerade gelandet? Ne, da ist er. Okay, du gehörst dahin. Wo ist der andere? Da. Gut, wenn das da so sein Revier ist. Dann muss das Eier. Also nicht hier bei der Bevölkerung. Es wäre zu nah für einen Vogel. Das heißt, es muss ein bisschen weiter weg sein. Komme ich irgendwie aufs Dach der Mühle?
Ja gut, ich wollte jetzt hier nicht die ganze Zeit vertun mit Suchen. Ich finde die schon noch nach. Warte? Nee, doch nicht. Hilfe, ich häng fest. Warum hänge ich jetzt fest? Warum hänge ich jetzt fest? Kann noch nicht springen. Ernsthaft? Ehrlich jetzt? Springen, aber ich kann mich ducken. Alter, bewegst du dich jetzt? Ernsthaft? Ich hänge fest. Hurra, hurra, ich hänge fest. So. Gerade mal eben kurz mich nicht aufregen. Ich kann auch nicht springen. Echt, muss ich die jetzt echt verschwenden? Ach komm. Ach, ich habe ja 5 Stück davon. Komm, was soll's. Voll nervig, voll festgehangen. Guten Tag, da bin ich wieder. So, Teil von etwas Bedeutsamem. Na, sieh mal einer an. Wie kann ich euch helfen? Mädel, was geht? Ja. Gab's schon irgendwelche Neuigkeiten? Ein paar schon, ja. Die Söldner kamen definitiv nicht aus Enderal, so viel steht fest. Und der Dummheit sei Dank hat einer der Kerle ein Dokument mit einem Siegel in seiner Tasche gehabt. Aber noch können wir es nicht zuordnen. Warten wir mal ab. Alles klar. Das kriegen wir schon raus und dann, ne? Weißt du Bescheid. Schreitet wohl. So, mal gucken. Oh, warte mal. Ich muss mich mal eben kurz anders hinsetzen. So, ich weiß jetzt aber auch nicht, wo ich hin muss. Das ist fatal. Warte mal. Ich gehe einfach mal hier die Treppe wieder rauf. Hallo. 100 Mal den 70. Vers abschreiben. Ach, das soll doch mal einer verstehen. Hallo. Schreitet wohl, Prophetin. Ja. Warten, bis die Zeremonie vorbereitet hat. Also ich muss wirklich bis... Oh. Ah. Wer seid ihr? Ich bin niemand. Du hast mich nicht gesehen. Wo gehen wir hin? Wir gehen so lange schlafen. Du, 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 du.
Warte mal, kann man hier nicht irgendwo pennen? Ja, im Chronikum bestimmt nicht. Aber... Was? Geh weiter, Junge. So, so, ist es das. Ja, ja, das könnte klappen. So. Neuer Versuch. Entzaubern. Nein, verzaubern. So. Wir haben ein Stahlgroßschwert. Hatte ich davon nicht zwei? Das habe ich natürlich nicht bei. Nehmen wir das mal. So, da machen wir Feuerschaden noch drauf. Verursacht 10 Punkte Flammschaden. So. Okay. Hab ich. Was? Kleiner, allgemeiner. So. Schön. Gut, dann haben wir wenigstens was verzaubert. So. Aber hier, ach, Alchemie. Ach du Scheiße. Mehr kann ich nicht machen. Ach, mehr habe ich nicht bei. Ah, alles klar. Sonst wollte ich mir ein paar Mana-Tränke machen, aber naja. Ich will ja auch nichts klauen. So. Alter, mach das nicht. Oh. Alle Betten sind belegt. Oh. So, es ist 1:30 morgens. 2, 3, 4, 5, 6. So, beendet. An der Zeremonie im Sanktum teilnehmen, alles klar? Irgendwann vielleicht, naja. Regellosigkeit, wohin man schaut. Wohin soll das nur führen? Ins Verderben, mein Freund. Ins Verderben. Ja, das könnte klappen. Okay. Kurz speichern. Und dann gehen wir mal hier raus. Hallo? Im Sanktum. Ach da. Thank you.
Hätte ich auch hier reingehen können, ne? Ah, hier kann ich auch nur klauen. Hier war ich noch gar nicht drin, ne? Hallo? Na endlich. Kommt mit. Entspann dich. Geh vor. Zu Befehl. Ja, und jetzt? So, geht die Treppe hoch, lauft zur Statue und sprecht mit dem Großmeister. Kein Wort, keine dummen Blicke. Verstanden? Na gut. Gut. Dort oben ist das gesamte dritte und vierte Siegel versammelt. Also habt Respekt. Und jetzt schreitet wohl, Schwester. Die haben alle immer eine Laune hier. Nein. Es ist soweit. Tretet vor, Prophetin. Ich weiß, was ihr fühlt. Misstrauen. Misstrauen, weil es heute das erste Mal in der Geschichte des Ordens ist, dass eine Fremde die heilige Weihe erhalten und eine der unseren werden soll. Ihr seht darin einen Verrat an unserer Satzung und damit an uns selbst. Und ja, es ist wahr, dass Prinzipien diesen Orden stark gemacht haben. Jahrtausende haben wir dieses Land regiert und Jahrtausende haben wir bestanden. Und ich weiß, dass das, was vor 2 Jahren geschehen ist, viele von euch erschüttert hat. Wir befinden uns in einer tiefen Krise. Und jetzt, inmitten all dessen, meint ihr zu sehen, wie ich das Wenige, was uns noch bleibt, entweihe. Aber damit liegt ihr falsch. Denn schon immer waren es Menschen, die dem Orden seine Stärke verliehen haben. Menschen wie ihr und ich. Ja, wir haben den Lichtgeborenen gedient, aber weil sie einen Gedanken versinnbildlichten. Nämlich den von Frieden durch Beständigkeit. Und selbst jetzt, wo sie nicht mehr sind, können wir diesen Gedanken weiterführen. Eine Bedrohung steht uns. Und wenn wir ihrer nicht Herr werden, bedeutet das das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und dafür, Brüder und Schwestern, brauchen wir vor allem eines. Opferbereitschaft. Diese Frau hat genau wie Novizin Sakharisch gezeigt, dass sie bereit ist, sie zu bringen. Sie hat ungewöhnliches Talent und eine Gabe und damit eine Verantwortung übertragen bekommen. Aber anstatt zu fliehen oder sich zu verstecken, hat sie sich ihr gestellt. Sie hat zu uns gefunden und sie hat die heilige Prüfung abgelegt. Und das macht sie würdig, eine der unseren zu werden. Geweihte, sprecht mir nach. Dies ist der Tag, an dem mein altes Ich vergeht. Denn ich empfange das Siegel. Gut, dies ist der Tag, an dem mein altes Ich vergeht. Dies ist der Tag, an dem mein altes Ich vergeht, denn ich empfange das Siegel. Von nun an lebe ich, um zu beschützen, mit dem Schwert und mit dem Geist, den Pfad, mein Land und jene, die ohne Kraft sind. Von nun an lebe ich, um zu beschützen. Von nun an lebe ich, um zu beschützen, mit dem Schwert und mit dem Geist, den Pfad, mein Land und jene, die ohne Kraft sind. Bis der Tod mich meiner Pflicht enthebt. Bis der Tod mich meiner Pflicht enthebt. Damit erhebe ich euch zu Hütern des ersten Siegels. Steht auf. Lasst uns nun alle die heiligen Worte rezitieren. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament und deinen Pfad will ich ehren, im Leben und im Tod. Möge dein Licht mich leiten.
Nun zieht euch zurück, Brüder und Schwestern, und ruht euch aus. Wir werden die Kraft brauchen. Okay. Ihr könnt euch eure Rüstung in der Tempelschmiede abholen. Trefft mich dann im Emporium. Es gibt das Neuigkeiten. Wollte ich gerade fragen, ob es jetzt eine schöne, geile Rüstung gibt. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wissen. Die Siegel sind Ränge. Hat ein Novize die Prüfung bestanden, wird er in das erste Siegel erhoben. Und im Laufe der Jahre kann er, wenn er sich bewiesen hat, weiter aufsteigen bis zum vierten Siegel. Es ist eine Hierarchie, nichts weiter. Okay, ich bin jetzt ein Ordenshüter. Des ersten Siegels, ja. Mehr werdet ihr nicht brauchen. Unsere Lehrmeister werden euch unterrichten und unsere Schmiede euch ausrüsten. Das ist es, was ich erreichen wollte. Gut, dann auf bald. Auf bald. So, das wollte ich nämlich wissen, ob ich jetzt hier eine vernünftige Rüstung kriege von denen. Das spiegelt sich voll hier. Voll geil. Hütergewandung in der Tempelschmiede abholen. Ja, gerne. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Entschuldigung. So, warte mal, da ist er. Schreitet wohl, Prophetin. Ja, ja. Wie komme ich denn jetzt an meine Rüstung? Wo gehe ich denn da am besten hin? Naja. Boah, ist mir warm. Natürlich haben sie das. Du kennst ihn. So, mal gucken, ob ich jetzt eine vernünftige Rüstung kriege. Naja, die Rüstung ist ja nicht schlecht, die ich habe. Aber die ist so zusammengesammelt, ne? So. Hoppala. So, wo ist denn die Schmiede? Da ist das Chronikum? Was? Quartiere? Emporium, da muss ich gleich hin.